Moin und willkommen zurück zu A Plague Tale. Wenn euch das Spiel interessiert, dann folgt mir weiter, dann können wir es zu Ende spielen. Und wir befinden uns jetzt immer noch in Kapitel 7, haben das Chateau gefunden. Ja, und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir dadurch... Kann man hier noch reingehen? Hier noch irgendwas? Hier sehen wir eine Tür. Melly, ich brauche deine Hilfe. Ja, ja. Mach mal auf da, Melly. Naja, wie war es zum Chateau? Aber Kapitel 7 immer noch. Die werden auch immer länger, die Kapitel. Ich hätte gedacht, ich könnte jedes Kapitel ein Video geben, aber das schaffe ich nicht. So viel. Soll das die Wundermedizin sein, von der Sie gesprochen haben? Riecht nicht besonders gut. Wenn es nicht stinkt, hilft es nicht. Vier Räuberessig. Okay. Da hast du nicht unrecht. So. Das sieht schon ganz cool aus alles hier, ne? Muss man ja sagen. Ratten! Ich weiß nicht wie. Oh, hast du das gesehen? Der Blitz. Hä? Sie haben Angst vor Blitzen. Okay. Lass es uns versuchen. Warten wir kurz ist das mal. Ist das euer Ernst? Warten wir, es ist gleich wieder Blitz und dann laufen wir los. Verrückt, aber es klappt. Nie wieder. So. Ein Gebäude. Unglaublich. Hier haben mal Leute gewohnt. Wir sind zu weit oben. Keine Sorge. Warte mal. Das ist so weit weg. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Das müsste helfen. Jetzt, na los, na los. Noch nicht. Blitz. Los, wir werden es schaffen. Scheiße. Ich werde dir helfen. Ja. Hoch da, schnell, wo die anderen kommen. Sehr gut. Ja, uns geht's perfekt. Wirklich? Geschafft. Wir sind da. Seht euch das an. Chateau d'Ombrage. Oh, von hier aus ist es sogar noch größer. Gehen wir rein, los. Krass. Unglaublich. In dem Turm dort drüben sind die Wohnräume. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Sieht trocken aus. Aber dieser Graben ist uns im Weg. Eine Rattenfalle. Wie in der Höhle. Aber wer hat das alles gebaut? Frag ich mich auch. Kann man nicht hoch? Hier kommen wir jetzt nicht rein. Doch hier, sie kann es machen. Kannst du das übernehmen? Ja. Das Schloss ist ganz schön alt. Da hat Schafft sich was sie. Bewegt. Ist offen. Ich bin gespannt. Hier auch Ratten drin sind? Ich hoffe nicht. Anscheinend haben sich hier alle versammelt. Da, ein Feuerbecken. Ob ich es anzünden kann? So bringen mir die Ratten Perfekt. In Bewegung. Lukas, Hugo, bleibt aus dem Regen raus. Wir werden einen Weg zum Turm freimachen. Gut. Komm, Hugo. Bist du soweit, Melly? Solange wir sie aus dem Weg räumen. Also los. In die falsche Richtung leider, ne? Chateau d'Ombrage. Zwei Mädchen gegen tausende von Ratten. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Das bringt uns leider nichts. Sieh nur, sie bewegen sich. Okay. Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Ich lasse dir den Vortritt. Ratten sind dein Spezialgebiet. Sehr großzügig. Mal kurz gucken. Bringt uns noch gar nichts, was da passiert, aber wir können den Stecker nehmen hier. Hochgehen? Doch, okay. Ich muss den Stock nur loswerden. Ohne Melly werde ich es nicht schieben können. So, sie kommt denn die Melly nicht? Wo ist sie denn?
Ja, wo ist sie denn? Weiß ich. Hab ich nicht gesehen, wo sie hingegangen ist. Leider. Okay. Sieht ein bisschen blöd jetzt, ne? So, noch Stecker oder sowas? Brauch nicht, ne? Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht hochgehen. Okay, es bringt gar nichts gerade. Hey, seht mal! Oh. Ah, doch, jetzt, okay. Kannst du zu mir kommen? Achso, ich kann die da reinjagen. Ah, okay. So, jetzt wissen wir, wozu die Grube gut ist. Das Feuerbecken kommt von allein zurück. Melli, kannst du zu mir kommen? Ich komme. Sehr gut. Kannst du kaum erwarten, da oben zu sein. Seht sie euch an. Wimmeln hier rum wie Adlige am Königshof. Aber das ist unser Schloss. Okay, da ist noch eine Brücke. Die muss wahrscheinlich auch runter. Die hier müssen auch noch in die Grube getrieben werden. Und sie sind mal wieder auf der falschen Seite des Feuerbeckens. Okay, warte mal. Ich muss runtergehen und nachsehen, was da unten ist. Gut, ich gebe dir Deckung mit dem Feuerbecken. Okay, sie gibt mir Deckung? Okay, dann gehe ich runter. Ich lege mein Leben in deine Hände. Reine Routine, meine Dame. Bereit, wenn ihr bereit seid. Los. Schaffst du das? Verstanden. Könnte eine Schmierung vertragen. Wärst du lieber hier unten? Schon gut. Ich wärme mich hier nur auf. Weiter geht's nicht. Was siehst du da unten? Noch mehr Feuerbecken. An den Seil hochklettern. Dann hoch mit dir. Wo kann sie hochklettern? Wir werden es schaffen. Hugo und wir alle werden in Sicherheit sein. Hat sie gesagt, sie kann da hochklettern? Warum macht sie es denn nicht? Sie kann doch nicht hochklettern, hä? Am Seil? Was für ein Seil? Da, warte mal. Okay, da kann ich hochklettern. Ah, okay. Hatte ich vorher nicht gesehen. So, hier nochmal einsammeln. Und hier auch nochmal einsammeln. Gucken wir, ob wir sie rüberbekommen. Ich säubere jetzt den äußeren Bereich. Sie kommen in deine Richtung. In Ordnung. Aber es sind zu viele. So werden wir es nie schaffen. Gut, wir müssen den ganzen Innenhof säubern. Dann mal weiter. Ich bin sowieso schon klitschnass. Bleiben sie auf jeden Fall schon mal da, sind sie schon mal weg. Okay. Das waren die, hier sind die Wohnräume oder was stand da? So wohnen möchte ich hier nicht in diesen Räumen. Da kommen die Ratten ja wieder, ne, wie man sieht. Also macht gar nicht so viel Sinn, was ich gemacht habe. Ah, sehr gut. Geschafft. Jetzt nur noch den letzten Bereich. Ich muss zurück zur Leiter. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurückziehen, das Ding. Wahrscheinlich, ne? Genau. Okay. Ach, da unten sind immer noch Ratten. Ich brauche das Feuerbecken. Also gut, auf ein neues. Habt ihr es geschafft? Ja. Alles klar, Hugo? Mir geht's gut, aber man wird euch schreien hören. Keine Sorge, der Sturm übertönt unsere Stimmen. Bald sehen wir den Turm. Ja, viel Glück. Nee, Entschuldigung, ich wollte in die Richtung gehen. Okay, jetzt kommt er hier wieder runter, ne? Jetzt kann ich hier hoch auf einmal. Das ist ja witzig. Ich wäre soweit.
Ach so, weil sie kommt, okay. Die Brücke. Wir sollten sie besser runterlassen. Ja. Und so eroberten Amicia die Amazone. Und Melly die Verstohlene. Das war Todombrat. Du hast so viele Bücher gelesen. Ich... Komm, wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, ich komme runter. Okay, also ich muss runtergehen und sie macht das oder was? Okay. Sind hier überhaupt Ratten? Das ist ja widerlich. Oder muss ich hier das lieber geben? Ich weiß es nicht. Ja, wo komme ich da nicht? Kann ich sie jetzt da irgendwie steuern? Nee. Da drüben, das muss ich machen. Auf dem anderen Ding da. Hä? Okay, aber ich bin gerade ein bisschen überfordert hier. Ich bin runtergegangen, das hätte ich nicht machen sollen. Ich hätte hier oben bleiben sollen. Können wir hier nochmal hochgehen, ne? Also jetzt sind ja alle Brücken unten, das heißt, wir müssen ja alles erreichen können. Was habe ich doch übersehen hier? Sie muss mir da ja ein bisschen Schutz geben, aber das macht sie nicht. Da hinten die Feuerbecken, vielleicht können wir das anmachen von hier oben. Warte mal. Okay, das ist an. Ich packe das auch an. Muss ich denn auch was von hier machen? Kann ich eigentlich nicht, ne? Ich kann nur das Ding da schieben, das bringt mir gar nichts. Warte mal, was sehe ich da gerade? Okay, warte mal, geh nochmal runter hier. Muss ich das Ding nochmal schieben hier? Macht da auch keinen Sinn, oder? Was übersehe ich denn gerade? Ich weiß gar nicht, was ich übersehe, aber irgendwas übersehe ich. Gar nicht gebracht. Okay, wieder zurück. Also warte mal kurz, wir sind hier und wir müssen da rüber, ey. Das ist ein dummes Rätsel. Die da drüben dreht ja leider nicht mit, wenn ich da längs gehe. Das ist ein bisschen nervig. Ich versuch's gleich nochmal unten. Das muss ja irgendwie funktionieren. Aber sie will irgendwie nicht da drüben. Oder habe ich irgendeine Laterne übersehen? Das kann natürlich auch sein. Was habe ich denn hier übersehen, Leute?
bringt gar nichts, das Ding. Und da wollen wir nichts machen. Ich bringe nur sie was, aber sie will ja nichts machen hier. Was ist denn da für ein Scheiß? Ist das irgendwie, hat sich das aufgehangen vielleicht mit den paar Sachen? Weil ich kann ja nicht zu dieser Dings dahin kommen. Ich kann nicht bis zum Ende hier kommen. Oder kann einer von meinen Leuten was machen hier? Da drüben? Ne, auch nicht. Irgendwie. Okay, ich bin gerade echt überfragt, weil ich nicht weiß, was wir machen sollen. Was ein bisschen nervig ist. Ist ja irgendein anderen Weg, nach dem ich gehen kann? Aber eigentlich nicht, ne? Jetzt ist das doch ein... Ich mache mal einen Neustart vom Kontrollpunkt kurz. Irgendwie glaube ich, ist da irgendwas falsch gelaufen. Komm, wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, ich komme runter. Okay. Was war das? Ah, jetzt macht sie es, okay. Da war eine Macke. Melly, du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau. Ihr habt eine Verbindung dazu. Unser Schloss. Stell dir mal vor, wir könnten hier alle zusammen leben. Mir liegen Gewölbe irgendwie näher, weißt du? Wie soll ich da nur hochkommen? Ich brauche eine Leiter. Aber die verfluchten Ratten sind überall. Sehr witzig. So. Haut ab, ihr Affen. Los, hoch da. Jetzt, also es war jetzt schade jetzt eigentlich. Jetzt haben wir ein paar Minuten verplempert mit diesem Scheiß. Aber naja, was soll's. Kommt da noch rein? Okay. Ich muss auch erstmal den anderen Leuten helfen. Liegt hier noch irgendwas? Nee. Gut. So, wir jagen sie rüber und sie muss sie jetzt einfach loslassen da drüben gleich. Okay, jetzt haben wir sie da drüben. Und jetzt müssen wir die einfach wieder darüber jagen, ne? Gucken, wie wir es machen. Das müssen wir doch irgendwie wieder ins andere Feuer bekommen da, ne? Ja, in die Schlucht da rein, bloß wie? Ach, ich muss darüber und die da, ja, stimmt. Hab ich gesehen.
Warte, wo sie hinlaufen? So, jetzt nochmal hier längs. Yes. Los, komm schon. Scheiße, wir haben es fast geschafft. Jetzt haben wir es auch geschafft. Mit diesen edlen Worten machten sie sich daran, zurückzuerlangen, was rechtmäßig ihnen gehörte. Ein Heim. Hör auf damit. Komm schon, hier gibt es sicher irgendwo auch ein schönes Gewölbe für dich. Amicia, so einfach ist das nicht. Du kennst mich doch gar nicht. Na gut, ich verstehe. So. Jetzt lasst die Drachen frei! Na los, zurück mit euch, ihr Mistviecher! Weicht zurück vor Amicia der Amazone und Melly der Furie! Was? Melly die Furie? Ich hab doch gesagt, du kennst mich nicht. Okay, alle gefangen. Perfekt. Geschafft! Wir haben sie zurückgedrängt. Die Burg hat uns das Leben gerettet. Ja, Laurentius hatte recht. Könnten wir unseren Sieg, wenn es euch nichts ausmacht, vielleicht im Trockenen feiern, ja? Natürlich, auf zum Turm! Perfekt. Ja, kommt zum Feuer, wärmt euch auf. Es ist riesig. Morgen können wir es erkunden. Das ist jetzt unser Zuhause. Naja, fürs Erste wahrscheinlich, ne? Weiß noch nicht, wie lange man da bleiben kann. Oh, ich glaube, das war das Ende. Kapitel 8. Unser Zuhause. Du hast schlecht geträumt. Du bist schon wach? Ja, ich habe ganz viele Sachen gefunden. Ich zeig sie dir. Sie werden dir gefallen. Los, komm! Was ist das für ein Geräusch? Folge Hugo nach unten. Lukas, komm mit, dann wirst du es sehen. Gut. Vielleicht werde ich dann wacher. Hoffentlich. Hier unten. Das machen wir allerdings erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert mich doch, damit ihr keine Videos verpasst und haut auf die Glocke, damit ihr erst recht keine Videos verpasst. Und ich würde mich freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss. Mm-mm-mm.